Na, Männer, alles klar? Jawohl, Herr Karl! 31. Dezember 1944, der letzte Tag des Jahres. U-48 hat Befehl bekommen, nach Wilhelmshaven zu verlegen, vor allen Dingen aufgrund der zunehmend schlechten Versorgungslage, die mittlerweile beinahe schon als katastrophal bezeichnet werden kann. Ihr seht selbst, das ist alles, was wir haben. Kraftstoff 35%, das war also wirklich fast nichts mehr zu bekommen in La Rochelle. Torpedos sah das noch ganz gut aus, allerdings auch Deckgeschützmunition, es war kaum mehr vorhanden. Ich glaube, wir konnten noch 10 neue Granaten übernehmen, das war's. Immerhin Proviant, da sieht's auch noch sehr, sehr gut aus. Aber ja, das ist ja auch der Plan gewesen oder zumindest mein Wunsch, nochmal woanders hin verlegen zu können, sich einer anderen Flottille anzuschließen. Und es ist wohl tatsächlich so, dass man einfach oft genug um eine Missionsänderung bitten muss und dann bekommt man irgendwann die Möglichkeit, sich einer anderen Flottille anzuschließen. Und Wilhelmshaven, denke ich, ist ein ganz guter Plan. Wir müssen natürlich erstmal zusehen, dass wir da irgendwie hinkommen. Wir sind jetzt bereits in BE3, wo sich, glaube ich, noch ein Versorger befinden sollte. Und deswegen werden wir auch hier mal ins Funkshub gehen und schauen, ob uns das zugestanden wird, dass wir uns hier nochmal versorgen lassen. Wir wissen natürlich aktuell auch noch nicht, wie das in den anderen Häfen und Flottillen aussieht. Insbesondere jetzt natürlich in Wilhelmshaven, ob die Versorgungslage dort genauso schlecht ist. Also, werden wir alles rausfinden. Möglichkeit des Nachschubes ist gegeben. U-461 Treffpunkt hier bei den folgenden Koordinaten. 18 Stunden. Das sollten wir hinbekommen, denke ich mal. Also blicken wir mal auf die Karte. Okay, ist direkt hier quasi gleich um die Ecke. 84 Kilometer Entfernung. Da können wir jetzt auch ein bisschen schneller fahren. Ich bin jetzt natürlich auch die ganze Zeit hier mit kleinster Fahrtstufe durch die Gegend gekrochen. Einfach um möglichst wenig Kraftstoff zu verbrauchen. Na schön, ich denke einmal ganz kurz, gehen wir hier noch rein und tauschen die mal durch. Schneider ist bereits in den Horchraum gegangen. Okay, so geht das dann schon. Der Alte kriegt auch nochmal eine Pause. Zugestanden, Suren geht mit seinen hervorragenden Augen auf den Turm des Bootes. Na schön, dann werden wir einmal hier den Versorger anlaufen. Ansonsten haben wir keine weiteren Befehle, also keine Versenkungsbefehle oder dergleichen. Wir werden einfach schauen, ob uns irgendwas vor die Rohre fährt. Ich gedenke nicht zu viel Risiko einzugehen, aber wir werden einfach sehen, was sich ergibt. So, da ist bereits der Versorger. Dann würde ich aber vielleicht noch einmal ganz kurz auf Zero-Tiefe gehen. Einfach um einmal kurz die Ohren zu spitzen und abzusehen, ob sich hier in der Gegend vielleicht irgendwo Gegner befinden. Marsch durch die Biskaya war entspannt tatsächlich, da gab es keine Vorkommnisse. Es gab einige Füllungshaltermeldungen, das habt ihr vielleicht schon hier auf der Karte gesehen. Hier U-1000 und irgendwo weiter hier drüben ist noch ein Boot rumgeschippert, was Funksprüche abgegeben hat, aber das lassen wir jetzt erstmal links liegen. Verschaffen uns einmal hier einen Überblick, ob sich irgendwo in der Nähe etwas befindet und anschließend werden wir hier die Kraftstofftanks wieder füllen. Okay, einmal alle Maschinen stoppen. Erstmal nichts in Horchreichweite. Okay, hier tut sich direkt schon was. Ach du Scheiße. Schraubengeräusch 10 bis 24 in unmittelbarer Umgebung. Jetzt schauen wir mal, was der für ein Kurs läuft. Okay, das ist natürlich interessant. Da ist natürlich die Versorgung in so einer Entfernung, kann auch schon echt riskant werden. Hier tut sich auch noch was. Da haben wir 16 bis 35. Es ist so viel Verkehr in letzter Zeit. Alles Richtung England laufende Geleitzüge, einer nach dem anderen. Auslaufend hatten wir jetzt schon länger keinen mehr. Ah doch, stimmt gar nicht. In der letzten Folge, der war ja, glaube ich, sogar auslaufend. Mehr oder weniger. Okay, aber gut, das hat jetzt auch erstmal keine Priorität. Vielleicht kommen wir da ja anschließend noch dran. Je nachdem, wie lange die Treibstoffübernahme dauert. Das dauert ja auch eine ganze Weile. Und wir werden natürlich die Tanks schon voll machen. Aber mal sehen. So, das geht ja gut los. Okay, hier wird direkt der Zerstörer gesichtet. Und da vorne ist irgendwo unser Versorger. Na, Kapitän. Schöner Mist. Aber die sollten ja alle noch weit genug weg sein. Na, schauen wir mal.
könnte interessanter werden, als mir lieb sein kann. Zu diesem Zeitpunkt zumindest. Die Rauchfahne ist auch schon deutlich weiter draußen. Also ist deutlich näher dran als der Rest. Das ist also hier die Außensicherung, die wir hier schon sichten konnten. Schauen wir mal. Wo haben wir sie denn? Da vorne. Okay, hier vorne, da ploppt immer was auf, ne? Das ist unser Versorger, nehme ich an. Irgendwo hier in der Richtung. Ah, nicht, dass die jetzt unseren Versorger hier entdecken. Das wäre natürlich der absolute Super-GAU. Aber wir sind noch weit genug entfernt, denke ich mal. Schmeiß mal den Kompressor an. Das sollte hoffentlich glatt gehen. Hier ist der Zerstörer. Ich weiß auch, naja, wahrscheinlich könnten die theoretisch den Versorger schon sichten und angreifen. Theoretisch. So eine Situation hatten wir, glaube ich, noch nie. Dass wir so nah an dem Versorger waren und gleichzeitig Kriegsschiffe in Sichtweite waren. Wir werden einfach mal hier auf Kurs bleiben. Und fahren mal Richtung Versorger und schauen mal, was die... Naja, aber es scheint schon gut zu gehen. Ich glaube nicht, dass die uns sichten werden. Und hoffentlich auch nicht den Versorger. Das ist natürlich schon auch wieder eine interessante Situation hier. Da schleicht das Geleit vorbei. Relativ viele Schiffe. Und wir liegen hier direkt unmittelbar vor unserem Versorger. Jede Menge Rauchfahnen. Und wie mir scheint, durchaus auch ein paar nette Ziele. Aber da müssen wir jetzt einfach Priorität setzen. Ich meine, also an Zielen mangelt es uns hier in der Gegend, glaube ich, ohnehin nicht. Von daher können wir uns erstmal auf die Versorgung konzentrieren. Ist auch das Einzige, was Sinn macht. Kleine Fahrt voraus, wir nähern uns dem Versorger an. Ich muss mich ausruhen. Junge, Junge, Junge. Da geht's zu wie am Stachus. Okay, wir werden hier einmal längsseits heranfahren und dann hier Treibstoffübernahme in Gang bringen. Oh, klein Stückchen noch. Und alle Maschinen stopp. So. So sieht's aus. Wo ist unser Versorger? Ist er abgetaucht? Ich meine, der wäre natürlich schlau. Die Dinger sind ja auch schwerfällig. Die brauchen natürlich auch lange. Ist der wirklich aktuell abgetaucht? Machen die das dann so? Scheint so. Das habe ich so auch noch nicht mitbekommen. Aber ich würde sagen, der ist eindeutig getaucht. Ne? Den hätten wir links ziehen müssen. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. So, und nochmal alle Maschinen stopp. Gut, clever. Gefällt mir. Gute Spielmechanik in dem Sinne. Na gut. Rauchfahnen. Die sind schon ein gutes Stück weitergekommen mittlerweile. Natürlich jetzt auch interessant zu wissen, ob der tatsächlich dann auch von selber wieder auftaucht, wenn der Gegner quasi wieder sich aus dem... aus dem Gebiet hier entfernt hat. Können wir es jetzt schon riskieren? Wir speichern vielleicht mal. Ich muss dringend öfter speichern. Nebenbei bemerkt. Na schön, dann schauen wir mal hier, was die Interaktion hergeht, hergibt. Delegation senden sollen die jetzt hier abtauchen. Oder vielleicht warten wir einfach nochmal einen ganz kleinen Moment. Mal schauen, ob die wieder auftauchen. Wir lassen einfach mal so schnell wie möglich laufen. Einfach mal schauen, der von alleine wieder hochkommt. Einfach nur Interesse halber. So, hier ist die, der Sichtkontakt noch. Und Sichtkontakt ist weg. Ist der jetzt aufgetaucht? Ja, okay, das ist ja interessant. Okay, das wusste ich nicht. Dass das tatsächlich so quasi spielmechanisch implementiert ist, finde ich ein nettes Feature, dass die wegtauchen, wenn hier... Also offenbar, wenn Feinde in der Nähe sind. Gut, schauen wir mal, dass wir dem hier nicht in die Seite rein donnern. So, drehen uns hier nochmal ein bisschen. Okay, passt. Ist ja auch alles nicht wichtig. Das funktioniert so oder so. Gut, dann werden wir einmal zum Versorger übersetzen. Delegation entsenden. Und damit das möglichst schnell geht, ist zumindest meine Theorie, packe ich hier einfach möglichst viele Leute dazu.
So. Maximale Anzahl an Matrosen fortsetzen. Und dann werden wir hier einmal versorgen. Was ich auch noch gemacht habe, ihr seht da schon hier rechts, ich habe auch nochmal zwei weitere Milchkühe quasi in die Gegend ungefähr versetzen lassen, wo wir dann voraussichtlich operieren werden. Also zumindest in die Nähe von Wilhelmshaven, dass wir dort in der Nähe bei Bedarf ein paar Versorger stehen haben. Ich denke, das wird nicht so doof sein. Wie üblich tauschen wir hier ein paar Floskeln aus und das ist, glaube ich, auch immer derselbe Text. Überlebende übergeben? Wir haben doch niemanden mehr an Bord. Nein. Wir sehen uns natürlich die Ladung an. Okay, Nahrung können wir sowieso aktuell, wobei wir könnten einmal noch hier kurz in die Kombüse schauen bei uns. Dass wir hier noch einmal ganz kurz umladen, wenn das jetzt überhaupt noch funktioniert. Ansonsten ist das auch nicht so wichtig, denn da haben wir, glaube ich, mehr als genug. Können das einmal hier noch auffüllen und das hier einmal hier rüber lagern. Und dann gehen wir wieder zurück auf den Versorger. Und dann können wir hier nämlich noch ein bisschen was nach... Können wir noch ein bisschen was einpacken. Dosenbrot. So, sehr gut. Also, dann schauen wir mal. Kraftstoff sollte ja hier kein Problem sein. Da können wir nämlich voll tanken. Ausgezeichnet. Torpedos haben wir logischerweise keine verbraucht. Munition. Ah, sehr gut. Da können wir jetzt nämlich... Den konnte ich noch voll machen, aber meine üblichen Reserven dafür hat es nicht mehr gereicht. Deswegen nehmen wir uns hier noch Reserve mit. So viel wie geht. Und da wir die Versorgungslage in Wilhelmshaven nicht kennen, machen wir hier einfach einmal komplett voll. Gut, mehr können wir, glaube ich, nicht tun. Das passt schon. Ah, Ersatzteile könnten wir auch noch einpacken. Okay. Gut. 3 Tage dauert der Spaß jetzt. Ja gut, da ist der Konvoi dann längst über alle Berge. Aber vielleicht ist ja schon wieder ein neuer aufgekreuzt dann in der Zwischenzeit. Scheiße, das darf ja nicht wahr sein. Das ist, glaube ich, noch nie passiert, oder? In der Form. Feindlicher Zerstörer in Sicht. Wurde gemeldet. Blick auf die Karte. Einmal hier Spiel stoppen. Wo haben wir sie denn? Hat die Versorgung jetzt schon stattgefunden? Ja, die muss abgeschlossen sein. Wir sind hier bei 100%. Aber es wurde eindeutig Alarm ausgelöst. Also schnell zurück zum Boot. Ich hoffe, dass das noch gut geht. So, wir sind zurückgekehrt. Okay. Und ist hier auch wirklich irgendwo ein Zerstörer unterwegs? Schon mal die Maschinen anschmeißen. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Dass wir hier schon mal in Bewegung kommen. Interessant, interessant, interessant. Gut, ich meine, das Ortungsgerät zirpt. Da muss schon was in der Nähe sein. Die sollten sich schleunigst hier von der Wasseroberfläche verkrümeln. In der Zeit... Oha, da haben wir sie ja. In der Zeit könnten wir natürlich auch noch theoretisch Flakschutz geben. Ja, wir sind hier halt wirklich, glaube ich, genau auf einer Route, auf einer Konvoi-Route. Die fahren genau dort entlang, wo vor 3 Tagen der andere Konvoi war. Scheint aber... scheint ein bisschen weniger Schiffe zu sein. Aber ich glaube, die fahren... Naja, gut. Nee, nicht ganz. Aber ähnlich. Vielleicht ist hier in der Nähe auch einfach so ein typischer Ansteuerungspunkt. So, aber ich glaube, da braucht man gar nicht näher drauf schauen, wenn ich mir das anschaue. Das sind erstmal nur Kriegsschiffe. Wir gehen ein bisschen näher dran, aber ich fürchte fast, das ist einfach ein rein militärischer Konvoi. Da gibt es für uns natürlich nichts zu holen. Wir speichern nochmal vorsichtshalber. Dann gehen wir ein bisschen näher dran, um Sicht zu bekommen. So. Und hier werden wir noch einmal ganz kurz durchtauschen. Ist nicht mehr so ganz taufrisch. Wir packen den Surin mal auf die Brücke. Mehr haben wir hier noch nicht identifizieren können. Sind das wirklich nur Kriegsschiffe? Oder gurkt da noch irgendwas anderes mit? Wäre natürlich ganz schön, jetzt direkt noch was vor die Rohre zu bekommen. Ich will natürlich nicht mit leeren Händen nach Wilhelmshaven kommen. Ich kann hier noch...
nicht viel erkennen, außer die Kriegsschiffe, die wir eh schon identifiziert haben. Dann tauchen wir jetzt einfach mal und hören uns das an. Das ist aber, glaube ich, auch ein Kriegsschiff. Also ich vermute mal, das sind wirklich nur Kriegsschiffe. Wir werden es gleich herausfinden. Einmal Seerohrtiefe, das sollte genügen. Ist schon wieder fast Vollmond, wie beim letzten Mal. Jetzt genau einen Mondzyklus hat es gedauert. So, was haben wir denn hier? Das ist nochmal eine weitere Peilmeldung. Verschmutzte Abteile. Na gut, er kümmert sich schon drum. Bisschen Wasser im Boot. Müssen noch ein bisschen näher dran, wenn wir das hier identifiziert bekommen wollen. Und die Meldungen ploppen rein, eine nach der anderen. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, wir schalten einmal, stoppen einmal die Maschinen. Lenzpumpe macht natürlich auch Radau, ist mir durchaus bewusst. Wir versuchen hier nochmal ein bisschen näher dran zu gehen. Alarm abgebrochen. 14 bis 31 ist das sogar. Hier wimmelt's nur so von gegnerischen Konvois. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, hier, hier, aktuell hier. Den haben wir sowieso schon jetzt mittlerweile wieder gesichtet, glaube ich. Was fahren die denn so für Kurse? Okay. Ganz grob. Die beiden auch grob diese Richtung. Und die grob in diese Richtung. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Dass wir das irgendwie grob im Blick haben. Okay, jetzt schauen wir mal. Ah, da wäre doch ein Frachter dabei. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Gehen wir noch ein bisschen näher dran. Okay. Okay, okay, okay. Vielleicht lohnt sich das. Vielleicht lohnt sich das für uns. Dass wir uns einmal vorsetzen, um in eine günstigere Position zu kommen. Damit wir den ganzen Laden mal identifizieren können. Schnorchel ausfahren. Wir versuchen uns mal vor den Konvoi zu setzen. Dann schauen wir mal, dass wir den Wilhelmshaven dann hier vielleicht noch ein paar Geschenke mitbringen. Träger, dachte ich mir schon. Ja. Das ist aber auch eine ganz schöne Malhalla. Mindestens 14 Schiffe. Feindlicher Zerstörer auf. Ist natürlich schon eine Menge. Okay, schauen wir mal. Schnorchel ist raus. Boot fährt mit Diesel. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Wir überholen den ganzen Haufen mal. Und dann werden wir uns auf deren Route begeben. Und schauen, ob wir irgendwo eine Lücke finden. So haben wir die schön in Horchreichweite. Uhrzeit gleich 2:30. Das sieht mir auch nach einem ziemlich großen Pott aus. Hier ist das vielleicht auch wieder so ein Schlachtschiff. Ah, nee, doch nicht. Unangenehm. Na schön. Dieselmaschine. Beide Maschinen AK voraus. Wir geben mal Gas. In der Hoffnung, dass das gut geht hier mit dem Radau. So, das sollte fürs Erste genügen. Dann werden wir einmal hier rüber schippern. Und dann schauen wir mal. Da
beide Maschinen kleine Fahrt voraus. So. Und jetzt sollte es dann langsam interessant werden. So. Da wird die Formation erkennbar. Heißt für uns aber erstmal hier ein bisschen aus der Bahn kommen, weil das ist hier ein bisschen zu riskant. Schauen wir, dass wir auf diese Seite hier rüberkommen und schauen mal, ob wir vielleicht von dort irgendwie drankommen. Träger fährt relativ weit vorne weg. Nebendran ein Frachter, hier zwei Kriegsschiffe. Der da hinten könnte theoretisch interessant werden. Da haben wir ein bisschen größeren Frachter auf jeden Fall. Weiteres Kriegsschiff. Na, erstmal schön aus der Bahn. Okay, das wird aber eng. Verdammt gut geschützt hier alles. Oh, wow, wow, wow. Das wird ja schier, das wird ein Ding der Unmöglichkeit, Leute. Was machen wir denn mit der Situation? 5 Geleitsicherungsfahrzeuge aktuell zu sehen, plus der Carrier hier, der Träger. Wie viele haben wir denn schon aufgedeckt? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist relativ lang gezogen, das ganze Ding, ne? Wie mir scheint. Ein bisschen ungeordnete Formation, könnte man sagen. Scheiße, so eine Abheilung. So eine Ortung. Unangenehm. Also kann sein, dass mir das hier wirklich zu riskant wird. Dass wir hier gar nicht drankommen. Möchte ich nur schon mal vorne wegschicken. Drehen uns erstmal. Eieieiei. Wo ist der Rest, frage ich mich. Das müssen ja noch mehr sein. Es wurde ja gemeldet, 14 bis 30 oder sowas um den Dreh, ne? Also hier muss schon noch mehr unterwegs sein. Wir drehen uns jetzt erstmal und schauen vielleicht auch, dass der uns nicht direkt überläuft. Dass wir vielleicht sogar noch mal ein bisschen Abstand gewinnen. So. Und dann mit halber Fahrt zurück. Oder besser kleine Fahrt. Nicht zu viel Radau machen. Kompass aus. Blaues Licht natürlich. Oh, und wir fahren ja immer noch mit Diesel. Oh, Gottes Willen. Schnorchel einfahren. Wechseln auf E-Motor. Das kann ja immer auch zu Verhängnis werden. So. Jetzt einmal aus seiner Bahn hier rauskommen. Und dann die Maschinen stoppen. Und außerdem... Johann geht ins Tiefenruder. Torpedos klar machen. Nur für den Fall der Fälle. Falls wir hier wirklich zum Schuss kommen sollten. Torpedos sind klar. Auf den Träger, das wird nicht funktionieren. Und ich habe eh die Befürchtung, dass die uns vielleicht schon bald hier entdecken werden. Wenn wir jetzt nicht höllisch vorsichtig sind. Es wird sich auch eigentlich nicht lohnen, hier jetzt irgendwie eins der Kriegsschiffe anzugreifen. Wir stoppen jetzt mal. Wo ist denn der Rest? Wieso haben wir die noch nicht gehorcht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da fehlen also mindestens noch 5 Schiffe. Wo sind die? Vorne können sie nicht sein. Wir hatten uns vor den Konvoi gesetzt. Das hätten wir mitbekommen. Oder hat sich die Gruppe jetzt irgendwie aufgetrennt? Und das haben wir nicht gesehen? Oder war die Zahl, die Angabe, also die Mengenangabe sozusagen, war die ungenau? Kann eigentlich auch nicht sein. Da fehlt noch irgendwo was. Also ich fürchte, hier werden wir einfach nicht zum Schuss kommen. Außer wir gehen jetzt wirklich hier voll ins Risiko und gehen auf ihn. Können uns ja mal langsam in diese Position begeben. Da brauchen wir jetzt aber ganz viel Glück. Und da müssen wir uns schnell vergrübeln. Versuchen wir es. Gehen wir das Risiko.
Das bringt uns gar nichts hier, ne? Oder doch? Die sind jetzt natürlich alle komplett durch die Bank, durch den langen Alarmzustand und wahrscheinlich durch die ganze Versorgungsgeschichte auch wirklich alle gut durch, würde ich mal sagen. Aber die müssen jetzt... müssen den Alarmzustand auch aufrechterhalten. Das hilft alles nichts. Das ist natürlich alles nicht gut. Nee, ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir ihn hier nochmal in die Zentrale stellen. Dann geht nämlich die Sichtweite nochmal ein Stückchen hoch. Wir gehen ein bisschen Risiko, Männer. Wir versuchen es. Wir versuchen, den Dicken hier anzugreifen. Wer auch immer das sein mag. Er ist zumindest der dickste der Frachter hier. Geschätzt ein 6000er, vermute ich mal. Wir versuchen unser Glück. Trotzdem merkwürdig. Da hätten noch mehr sein müssen. Vielleicht haben die sich tatsächlich jetzt noch irgendwie im letzten Moment irgendwo aufgeteilt hier. Wer weiß. Oder unser Horcher ist einfach schon zu durch, zu erschöpft, dass ihm hier ein bisschen was durch die Lappen geht. Kann aber eigentlich auch fast nicht sein. So. Kommt in Sichtweite. 30%. Torpedolösung. Dauert elends langsam. Geht elends langsam. Schippern die mal so ein bisschen hinterher. Weiß nicht, ob das gut geht. Empire Bell 5693. Eigentlich würde man sagen, das ist das Risiko nicht wert, aber jetzt sind wir schon hier auf Angriffskurs. Wenn das mal gut geht, Männer. 68% Torpedolösung, das sieht schon ganz gut aus. Ziel aufgefasst. Tiefgang 7,45. Rohr 1, bewässern! Ja, schauen wir mal. Haben wir noch einen T3 geladen? Einen T1? Ne, haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir Rohr 1. Torpedotiefe 6,0. Jetzt müssen wir uns aber mal den Winkel anschauen. Kann sein, dass hier ein... Magnetzünder mehr Sinn macht. Ich meine, der Winkel wird jetzt noch schlechter. Und ich traue mich fast nicht auf halbe Fahrt zu gehen. Können wir das riskieren? Ja, nee. Wir bleiben auf langsamer Fahrt. Ich denke, wir versuchen es mit Magnetzünder. Kapitän? Aus einem ungünstigen Winkel. Wir sind bei über 80%. Dann versuchen wir das jetzt hier aus diesem Winkel. Okay. Lassen den Aal 8 Meter steuern. Magnetzünder. Rohr 1, los! Los! Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Wir bleiben noch ausgerichtet, schauen erstmal, was passiert. Dass wir zumindest noch die Möglichkeit haben, nachzusetzen. Aber dann werden wir auch wirklich schauen, dass wir uns hier schnellstmöglichst verkrümeln, ab in die Tiefe. Das wird garantiert unangenehm, was hier folgen wird. Wir werden dann hart Backbord abdrehen, Köder legen und weg hier. Laufbahn sieht erstmal ganz gut aus. Könnte funktionieren. Spannung steigt. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Puh.
30 Sekunden. Und vielleicht können wir sogar noch irgendwas mit dem Zaunkönig ausrichten, den wir in Rohr 5 geladen haben. So. Der saß aber verdammt gut. Sah zumindest auf den ersten Blick so aus. Muss nichts heißen. Ja, es sieht sehr gut aus, Männer. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt kann man natürlich auch davon ausgehen, dass bald die Flieger aufsteigen werden. Hart Steuerbord. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Wir bleiben noch auf Seerohrtiefe, damit wir den Zaunkönig noch abfeuern können. Und dann schauen wir mal, was der Gegner macht. So, Scheinwerfer sind da hinten angegangen. Na? Was machen die Brüder? Wir befinden uns ja ziemlich genau zwischen den beiden hier. Er scheint seinen Kurs hier noch nicht zu wechseln. Zu ändern. Flugzeuge sind aufgestiegen. Die EF-Klasse fährt stur weiter. Aber er kommt jetzt näher dran. Eine Flower-Klasse, Korvette. Könnte also tatsächlich mit einem Zaunkönig funktionieren. Okay, mal schön langsam. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Schrewe. Nehmen Sie mal die Korvette ins Visier. Wo ist er? Da. Verrät sich praktischerweise auch eindeutig hier mit seinem Suchscheinwerfer. Zaunkönig klar machen. So viel Zeit, glaube ich, haben wir noch, oder? Nee, haben wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr. Aber das könnte auch funktionieren. Bei Korvetten normalerweise funktionieren Aufschlagzünder, deswegen lassen wir das jetzt so. Alle Maschinen stopp. Und los. So. Wir warten einen Moment. Und hoffen, dass uns die Flieger nicht entdecken. Ah, läuft. Die Maschine besetzen. Damit wir sofort AK zur Verfügung haben. Scheiße, der Alt dreht ab. Scheiße. Komm schon, der muss auf die Korvette gehen. Dann bleibt doch gar nichts anderes übrig hier. Sollte weit genug weg sein. Wir müssen auf große Fahrt gehen. Und hier schauen wir jetzt mal. Meter gehen. Treffer! Ausgezeichnet! Okay, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, dann wäre es jetzt, glaube ich, wirklich äußerst unangenehm geworden. Aber der ist weg vom Fenster. Damit ist die unmittelbare Bedrohung hier schon mal beseitigt. Aber wir gehen erstmal runter. 30 Meter fürs Erste. Und dann schauen wir mal, ob uns die anderen hinterherkommen. Okay. Okay, okay. Lagebild. Er orientiert sich jetzt in unsere Richtung. Es kommt noch ein zweiter dazu. Ich bleibe jetzt vorerst mal auf der Höhe. Einfach um noch die Option zu haben, möglichst weit oben den Köder zu legen. Und ich glaube, das sollten wir vielleicht auch jetzt tun, weil ich denke, sonst peilen die uns hier gleich ein. Und dann ist aber Schicht im Schacht.
Wir legen jetzt einen Köder und gehen auf Tiefe und dann mit Schleichfahrt davon. Auch wenn sie uns jetzt noch nicht entdeckt haben, aber es fahren drei Zerstörer in unsere Richtung. Und das wird mir ein bisschen zu heikel. Noch einen hinterher. Meter. Halbe Fahrt. Frage Sauerstoff. Das sieht alles noch gut aus. Nur die Besatzung ist halt völlig erschöpft. Das ist aktuell, Leute, das größte Problem. Aber solange wir Alarmzustand haben, werden die schon durchhalten. Und wir können natürlich auch noch Kaffee verteilen. Das könnten wir vielleicht mal, dass wir dem Alten zumindest Kaffee geben. Weil der jetzt hier Befehlsgewalt hat. Und das wirkt sich wahrscheinlich schon positiv aus, wenn er zumindest einigermaßen fit ist. So, falsche Richtung. So. Schlürf, schlürf. 2000 sollten genügen für den Anfang. Und dann stellen wir den Alten wieder auf seine Position. So, Schraubengeräusche sind schon wahrnehmbar, ganz leise. Meter gehen durch. Schon mal ganz gut. Schauen wir hier nochmal. Sehen wir erstmal zu, dass wir auf jeden Fall vom Täuschkörper wegkommen, wie üblich. Hoffen, dass der genügend Radau macht. Und die uns nicht hören. Wasserbomben. Die dürften wohl mit 99%iger Sicherheit beim Täuschkörper liegen. Das heißt, wir sollten mit halber Fahrt hier noch ganz gut aus dem Schneider kommen, sollten uns nicht hören. Dafür ist hier hinten viel zu viel Radau. Und die Wasserbomben kann man hier erkennen. Ich denke, das geht gut. Tarnung durch Täuschkörper und Wasserbombenhagel. Und wir können uns davon stehlen. Haben schon ordentlich Strecke gemacht. Da bin ich schon mal relativ zuversichtlich. Knapp 2 Kilometer, jetzt gehen wir auf kleine Fahrt runter. Ja, das wird schon funktionieren. Wasserbomben. So, weiter geht's. Täuschkörper müsste aber noch aktiv sein. Ich denke, die behaken einfach alle den Täuschkörper. Ich mache mir da jetzt keine allzu großen Sorgen. So, dann schauen wir, dass wir hier wegkommen, dass wir ablaufen. Und dann war das eh schon kein schlechtes Manöver hier. Angesichts der so starken Sicherung plus Flugzeugträger hier trotzdem mitten aus dem Konvoi noch ein Frachter rausgefeuert. Und der dürfte ja wohl auch kostbarste Ladung mit dabei gehabt haben, wenn der so stark gesichert ist. Kann aber natürlich auch sein, dass das eher ein militärischer Konvoi war, wo halt einfach noch ein paar Frachter mitgefahren sind, die sich da angeschlossen haben. Wer weiß das schon. In jedem Fall keine schlechte Aktion. Okay, schauen wir nochmal. Horcher. Wie sieht's aus? Nichts zu hören. Wasserbomben. Wasserbomben. Ah! Wasserbomben. Herr Kaloy, ein Sonar hat uns geortet. Wasserbomben. Rohr 4 geladen. Also ich denke, die Wasserbomben gelten immer noch nicht uns. Aber das ist jetzt natürlich scheiße, die kommen uns hinterher geballert. Oh, wow, 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 wow. Was machen wir jetzt mit der Situation? Der beläuft uns gleich. Oh, was machen wir denn jetzt? Bringt hier nochmal ein Täuschkörper was und noch tiefer gehen? Kapitän? Also noch sind wir nicht so tief unten, sage ich mal. Die Möglichkeit können wir schon nochmal versuchen. Und dann gehen wir runter auf 180.
und hoffen, dass wir uns da unten nicht nochmal ausmachen. Raus mit dem Ding. Und wir gehen auf 180 Meter. Gut, wird doch spannender, als mir lieb ist. Ich dachte eigentlich, wir sind schon raus aus der Nummer. Scheiße, der Zerstörer da oben. Überläuft uns genau jetzt. Schiffsschrauben. Direkt über uns. Direkt über uns. 140. Wasserbomben. Beide Maschinen AK voraus. Schraubengeräusch ist weg. Gestoppt haben wird er wohl nicht. Wenn er gerade Bomben geworfen hat. Oh, 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 oh. Schotten schließen. Ach du Scheiße. Die lag verdammt nah. Die lag sehr, sehr nah. Das könnte jetzt verdammt eng werden. Das darf man natürlich nicht laut sagen als Kommandant. Ganz ruhig, Männer. Das ist noch gar nichts. Langsam wird es unbequem hier. 180 Meter. Wasserbombenserie scheint durch zu sein. Wir gehen auf kleine Fahrt. Ändern nochmal unseren Kurs ein wenig. Junge, Junge. Also wenn die jetzt alle antanzen, alle Kriegsschiffe, die da oben rumschwimmen, und die uns nochmal in die Peilung bekommen, dann weiß ich auch nicht so recht, wie wir hier wieder rauskommen sollen aus der Nummer. Ja, wir können schon noch tiefer gehen. Kann aber auch jederzeit hier zu Wassereinbrüchen kommen. Ich gehe noch ein bisschen tiefer. Aber jetzt wirklich nur noch in homöopathischen Schritten hier. 200 Meter. 190 Meter. Wasserbomben. Nächste Serie. Wasserbomben. Dann gehen wir gleich auf 200. Wir wissen nicht, wie tief die Dinger eingestellt 200 sind. Meter. Wenn sie wirklich auf uns eingestellt sind und die uns gerade überlaufen haben, könnte das das Zünglein an der Waage sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wann habe ich zuletzt gespeichert, Ellie? Schotten dicht, Männer! Es knallt. 190. Aber schon ein Stückchen weiter weg mittlerweile. Und ein Stück weiter oben. Also sind sie nochmal... haben nochmal angebissen. Sauerstoff sieht gut aus, Batteriekapazität sieht gut aus, da kriegen wir keine Probleme so schnell. Und wir sind gleich auf 200 Meter. Es knarzt ganz erbärmlich überall. Okay. Schauen wir nochmal. Können wir das vielleicht ein Stückchen so laufen lassen? 200. Wasserbomben. Scheiße. Wasserbomben. Herr Galoy, ein Sonar hat uns geortet. Verflucht nochmal. Die sind zäh. Die sind verdammt zäh. 190. Die lassen so schnell nicht locker.
Aber was Besseres als hier unten rumzukrebsen. Geringster Fahrtstufe fällt mir aktuell ehrlich gesagt auch nicht ein. Ab und zu natürlich mal den Kurs wechseln. Mit den Höhen kann man natürlich auch nochmal variieren, aber ich tendiere aktuell eher nochmal noch ein Stückchen tiefer zu gehen. Damit die uns einfach irgendwann nicht mehr orten können. Wir gehen halt selten wirklich tiefer als 200. Das ist halt schon so ein bisschen die Grenze des Erträglichen hier unten. Wir riskieren es trotzdem. Wenn wir uns jetzt nicht davon stehlen können, dann... 200 Meter. Ich meine, dann könnte man hier unten nochmal einen Täuschkörper legen und dann auf 100 Meter gehen beispielsweise. Katz-und-Maus-Spiel. In der Hoffnung, dass wir uns einfach irgendwann verlieren. Nicht schön. Hat er die... Nimmt ihn in den Arm, dachte ich gerade. Könnt ihr auch mitleben. 210 Meter haben wir gleich. Hatte ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt, in der Tat. Alles wegen so einem kleinen Frachter. Leute, übertreibt's mal nicht da oben. Hat ihnen wohl nicht gefallen. 210. So, 210 Meter. Keine Detonationen. Es kam doch eine Wasserbombenmeldung. Okay, wir schauen nochmal. Lass mal die ganze Chose nochmal so ein bisschen dahin laufen. Ortbarkeit steigt schon wieder. Steigt leider sehr stark sogar. Mal alle stoppen. So. Und nochmal kleine Fahrt. Ich vermute, der kurvt hier irgendwie rum in dem Bereich. Alle Maschinen stopp. Zu dritt waren sie hier zugange. Drehen ab. Bitte verzieht euch. Hier, 12 bis 28. Da haben noch irgendwo Schiffe gefehlt, die wir nicht erhorcht haben. Vielleicht halt wirklich aufgrund der Erschöpfung? Ich weiß es nicht. Oder es war doch irgendwie... Hatten die sich in zwei Gruppen aufgeteilt und eine krebs noch hinterher, aber... Oder ist wirklich so weit vorgefahren, dass wir die gar nicht bemerkt haben. Weil wenn hier noch irgendwas hinterherkommen würde, das hätten wir mitbekommen. Okay. Wir gehen auf Seerohrtiefe. Anblasen. Die haben aufgegeben. Sie haben abgelassen. Junge, Junge. Also die eine Wasserbombe, da dachte ich schon, jetzt geht's los. Eine von denen lag verdammt nah. Da hat's uns doch auch durchaus schon ein bisschen durchgeschüttelt. Abgesehen davon haben sie uns einfach wirklich gut abgedrängt. Und immer tiefer gezwungen. Das haben sie schon gut gemacht. Wir waren halt den Tick besser. So, wir gehen kein zweites Mal daran ran. Das lohnt sich einfach nicht. Ich denke, das war eh schon nicht so schlecht. Gut, wir lassen ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Lassen die mal ablaufen. Und laufen dann in diese Richtung weiter. Das ist die Frage, sollen wir da auch nochmal dran gehen oder versuchen, dass wir jetzt wirklich direkt nach Wilhelmshaven kommen?
Das ist jetzt die große Frage. Ich meine, es würde sich natürlich anbieten. Und die hätten wir halt auch noch hier, ne? Weichpeilung hier. Kurs. Nicht ganz. Ungefähr so, würde ich sagen. So. Jetzt wird es aber auch ein bisschen wild hier. So. Okay. Gut, wenn wir jetzt eh schon in diese Richtung ablaufen. Nächste Horchpeilung hier. Kommen wir sowieso auf deren Kurs relativ zeitnah schon. Wer ist... Ach, der ist angeschossen. Okay, dann müssen wir da eh nochmal dran gehen. Gut, dann machen wir das. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Wir werden auftauchen. Müssen natürlich die Flieger im Hinterkopf behalten. Und anschließend schauen wir vielleicht tatsächlich, dass wir hier noch dran kommen. Ich muss mich ausruhen. Ja, ich denke, Ankunft in Wilhelmshaven könnte sich noch ein bisschen verzögern. Wir werden dem hier den Gar ausmachen. Bis dahin sollte der ganze Haufen hier auch weit genug weg sein, dass wir mit den Fliegern hoffentlich keine Probleme mehr bekommen. Und die sollten wir ja auch gemeldet bekommen. Ach, Moment mal. Ach so, das war die Korvette. Alles klar. Gut, passt. Dann gehen wir hier nochmal dran. Schön nah dran. Dann auftauchen. Dann wird dem noch der Rest gegeben hier. Und anschließend setzen wir uns in Bewegung Richtung Horchpeilung des anderen Konvois. So, und in der Zwischenzeit können wir hoffentlich dafür sorgen, dass sich die Leute ein bisschen erholen hier. Dass zumindest mal so die halbe Besatzung vielleicht wieder einigermaßen gerade ausschauen kann. Auftauchen. Klar machen zum Artilleriebeschuss. Können wir auch mal ein bisschen Luft holen hier. Schotten öffnen. Kompass an. Lenzen. So. Auf geht's. Turmlook kommt frei. Dieselmaschinen laufen an. Brückenwache zieht auf. Wir schließen uns an. Begeben uns ans Geschütz. Da drüben sind die Rettungsboote und versenken den Kahn. Wie spät haben wir es mittlerweile? 6.44 Uhr. Morgendämmerung. Hat längst eingesetzt. Da hinten noch die Rauchfahnen zu erkennen sind, aber weit genug weg. Alles gut. Okay, das ging ja nochmal gut, Männer. Ei, ei, Herr Kaloy. Dann helfen wir hier noch ein bisschen nach. Das dürfte es eh schon gewesen sein, oder? Mal abwarten, Munition sparen. Kahn säuft ab. Alles klar, wunderbar. Schrewe ist direkt ins Bett gegangen. Hat er sich redlich verdient. Wir gehen auf halbe Fahrt. Funken das einmal durch. So. Horchpeilungen waren hier. Dann werden wir mal einen großzügigen Abfangkurs setzen. 65 Kilometer. Und hoffen mal, dass ich in der Zwischenzeit die Mannschaft zumindest ein bisschen erholen kann. Dass sie zumindest, dass die wieder einsatzbereit sind. Und dann muss man halt im Zweifel noch mal ein bisschen mit Kaffee nachhelfen. Ist ja auch kein Problem. Kompressor an. Okay, ich denke, das passt schon. Gut. So müde. Dann belassen wir es erstmal dabei. Das soll es gewesen sein für den Moment. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal mit dem Algorithmus. Ich werde zusehen, dass wir hier irgendwie wieder, dass wir nah an den anderen Konvoi drankommen, den schon mal in Sichtweite bekommen, das Ganze irgendwie ein bisschen abschätzen, ob sich das lohnt. Und dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Folge dann auch in Wilhelmshaven ankommen werden. Mit ein bisschen Tonnage im Gepäck. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.